25. Februar, Öffnung für andere. Zu Beginn des Jahrtausends war ich in Israel. Durch diese Reise wurde mir vieles klar von dem, was wir in unserer Bibel lesen. Ja, ich habe auf dem Ölberg gestanden und eine Ahnung davon bekommen, was der Psalmbeter meint. Wie um Jerusalem Berge sind, so ist der Herr um sein Volk her, von nun an bis in Ewigkeit. Ein unvergleichbarer Blick auf die Stadt, die für die drei monotheistischen Weltreligionen so wichtig ist. Wieder zurück hier in Deutschland habe ich davon erzählt, was ich gesehen habe. Begegnungen mit Christen, Juden und Muslimen. Prägend war das für mein Verständnis von Toleranz in der Religion. In der Diakonie ist die interreligiöse Öffnung für uns wichtig. Sie basiert auf einer interkulturellen Orientierung, die eine Haltung der Offenheit lebt. Nicht nur die monotheistischen Religionen, sondern auch andere vom Glauben geprägte Haltungen. Diakonischer Dienst beinhaltet immer auch die Öffnung für andere Menschen, ihre Kultur, die Werte und religiösen Überzeugungen. Und deshalb, jede und jeder soll den anderen mit der Begabung dienen, die ihnen Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein.